Mit Dienstag, 8. Jänner, wird die Lawinengefahrenstufe in den Nordalpen mit 18 Uhr auf 5 hinaufgestuft, von derzeit 4 auf 5. Wenn wir zurückblicken, dann haben wir die in vergangener Zeit dreimal gehabt, 2009, 2005 und 1999 im Zuge des, das war das Galtürjahr. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Lawinen solche Mächtigkeit bekommen, dass sie bis in den Siedlungsraum vordringen können. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Zonen, wo das stattfinden kann, bekannt sind. Das heißt, es gibt seit Jahren sogenannte rote Lawinenzonenpläne und man kennt daher ganz genau die Häuser, die Objekte, die in diesen Zonen stehen. Das bedeutet, dass in etwa 250 Häuser konkret gefährdet sind und wenn es eine Gefahrenlage gibt, dann werden wir auch entsprechend sofort evakuieren. Die Sicherheit der betroffenen Bevölkerung und der Gäste hat immer Priorität. Und daher wiederhole ich einen Appell. Alle Anweisungen, Evakuierungen, die durchzuführen sind, sind auch zu befolgen. Ansonsten gefährdet man sich selbst, aber in weiterer Folge dann natürlich auch die Einsatzkräfte. Das jetzt ist beherrschbar, soweit wir es abschätzen können, und bleibt beherrschbar. Nur wenn es nie zum Schneiden aufhört, wird es schwierig. Wir haben die Prognose bis Freitagvormittag Schneefall, ab Freitagvormittag bis Samstag ein Zeitfenster. Und wenn wir das für Erkundungsflüge und für Sprengungen nutzen können, dann sind wir einen Schritt weiter. Wenn man wirklich jetzt durch Schladming, durch Eigen, durch Haus im Enstal fährt, kann man sich nicht vorstellen, dass im Gebirge so viel Schnee liegt. Wenn man jetzt weiter hinaufkommt, irgendwo in die Hochlagen, was das jetzt als Skitourengeher, dann nimmt die Schneehöhe dramatisch zu. Ja? Also in den Hochlagen haben wir dann statt einem halben Meter gleich mal, so wie am Loser beispielsweise, aktuell 4 Meter Schneehöhe. Da gibt es dann auch Verwehungen, wo die Schneehöhe noch deutlich höher ist. Und das ist unser Problem jetzt lawinentechnisch.